Hallo zusammen. In der Ausgabe 4/2010 der PC Praxis habe ich mir über 20 Router angeschaut und neben der Tatsache, dass die preiswerten 150 Mbit Geräte, wenn Sie nur ein oder zwei PCs vernetzen möchten, genauso schnell sind wie die 300 Mbit Geräte, ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, die Geräte haben mittlerweile immer häufiger einen sogenannten Reverse SMA Anschluss an der Rückseite, damit sie Antennen anschrauben können bzw. Antennen gegen Leistungsstärke austauschen. Es ist mittlerweile auch erforderlich, denn vor allem wenn es darum geht, über Etagen hinweg zu vernetzen, haben solche Geräte wie dieser Cisco Router ihre Nachteile. Er sieht zwar schön aus und solange alle PCs auf einer Ebene sind, haben sie auch sehr hohe Transferraten. Sobald aber ein PC eine oder sogar zwei Etagen tiefer sich befindet, ist er außerhalb der sogenannten Polarisationsebene und Sie können den Router nicht optimal ausrichten, weil niemand stellt das Gerät so schräg auf. Da sind natürlich Geräte wie dieser Asus Router mit externen Antennen durchaus oder besser geeignet, weil Sie können die verschiedenen Antennen auf die jeweiligen PCs ausrichten. Es gibt auch den Tipp bei MIMO-Geräten, also bei Geräten mit drei Antennen oder mehr Antennen, dass Sie die mittlere Antenne zum Beispiel nach oben ausrichten, die beiden anderen 45 Grad versetzt so ein bisschen nach außen und leicht anwinkeln. Dadurch treffen Sie ja die Polarisationsebene bei mehreren PCs einfach eher, als wenn Sie die alle nur nach oben stecken würden. Aber es gibt ja auch Fälle, wo Sie zum Beispiel versuchen, über längere Strecken zu funken. Also wenn Sie zum Beispiel von Ihrem Haupthaus ins Gartenhaus oder ins Gartenhäuslein funken wollen und das ist eine Strecke von 100 Meter, dann kommen Sie mit solchen kleinen Antennen wie bei dem Asus-Router hier nicht besonders weit. Was können Sie dagegen machen? Sie können natürlich leistungsstärkere Antennen montieren. Das ist in Deutschland auch erlaubt, weil die Geräte im 2,4 GHz-Bereich dürfen mit bis zu 100 mW senden. Werkseitig sind die Antennen aber so schwach, dass sie gar nicht diese 20 Dezibel oder 100 Milliwatt erreichen. Also was machen Sie? Sie holen sich zum Beispiel eine Antenne mit 5 Dezibel Antennengewinn oder wenn es sogar größer sein muss, eine 7 Dezibel Antenne, schrauben die alten Original einfach ab, setzen die neuen dran, richten die aus und erhöhen somit die Transferrate. Klar, Sie müssen natürlich die Schrauben fest anziehen und dann ist die Antenne auch fix montiert. Wenn Sie aber sogar über mehrere hundert Meter hinweg funken möchten, kann ja durchaus der Fall sein. Da gibt es auch wieder entsprechende Antennen, zum Beispiel sogenannte Richtantennen, beziehungsweise hier, das sind sogenannte Sektorantennen, die funken oder strahlen nur in eine bestimmte Richtung aus. Während so eine Rundantenne natürlich die ganze Kraft ringsherum abstrahlt, strahlen diese ihre, in dem Fall 5 Dezibel in eine bestimmte Richtung aus und da ist das Signal natürlich stärker. Das geht so weit, dass Sie das Signal sogar punktgenau fixieren können bzw. ausrichten können. Dann sprechen wir aber von Transferraten bzw. nicht Transferraten von Distanzen bis zu mehreren Kilometern, die wir auch schon in der Praxis mal ausprobiert haben. Aber wer funkt schon über 2 bis 3 Kilometer? Antennen haben auch den Vorteil, Sie können die auch zu Sicherheitszwecken einsetzen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass Sie nicht von Ihrem Haus wegfunken wollen, also dass niemand, ein Fremder, der auf der Straße ist, das Signal abfängt, nehmen Sie auch einfach so eine Sektorantenne, positionieren die so, dass die Strahlung nur nach innen in das Haus hineingeht und nach hinten keine Strahlung abgesondert wird. Ansonsten, und wenn Sie dann doch mal Probleme haben mit dem Empfang, was natürlich bei Notebooks häufig der Fall ist, weil die Funknetzwerkkarten ja in den Notebooks sehr integriert sind. Sie können ja schlecht das Notebook auch hochkant stellen. Können Sie mit Verlängerungen, zum Beispiel mit externen WLAN-Adapter arbeiten. Sie stecken die Verlängerung quasi rein, können dann den eigentlichen Adapter reinstecken und entsprechend in Richtung des WLAN-Routers ausrichten. Wenn Sie aber schon integriert haben, wollen Sie natürlich nicht zusätzlich einen Adapter kaufen, dann können Sie natürlich auch eine Notlösung nehmen. Dann nehmen Sie einen sogenannten Antennenständer, schrauben dann zum Beispiel die Antenne von dem Asus-Router ab, setzen dann die Verlängerung an die Position, können dann die Antenne an den Ständer aufschrauben und dann beliebig an einer anderen Position positionieren. Wichtig ist, dieses Kabel hat natürlich eine dämpfende Wirkung, das heißt, da können Sie ruhig theoretisch über die 20 Dezibel ein Stück hinausgehen, weil das Antennenkabel selber ungefähr nochmal 1 bis 2 Dezibel dämpft. Ansonsten, wie Sie sehen, gibt es genügend Möglichkeiten, wie Sie das Funksignal verstärken können. Tipps, die Sie jetzt im Internet häufig hören, wie an den Einstellungen des Routers ändern, an irgendwelchen Werten, davon rate ich Ihnen ab, weil die meistens in der Regel nichts mehr bringen. Dann nützt es wirklich eher, mit der Antenne zu arbeiten und den richtigen Kanal auszusuchen. Wie Sie den richtigen Kanal für Ihren Bereich aussuchen können, erfahren Sie dann in der PC-Praxis.